Schönen guten Tag und hallo, ihr sagt, wie ihr seht, gibt es hier eine neue Arena-Vorführung. Da können wir mit Alanka kämpfen. So, hier seht ihr Alanka Stufe 11, brauchen wir den ersten Kampf. Habe ich schon absolviert, 16 Stunden, 6 Minuten haben wir noch Zeit, um die nächsten beiden Kämpfe zu absolvieren. Ich würde sagen, wir werden erstmal hier ein bisschen Kohle einsammeln und werden dann anschließend auch gleich mal einen Kampf starten. Gucken, ob wir das packen, wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil wir wollen auf jeden Fall das seltene Paket haben. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig. Also wie gesagt, wir können ja hier ein Paket gewinnen, ein sehr seltenes, und das hätte ich schon gerne, weil da könnte doch ein geiler Dino mit bei sein, den wir auf jeden Fall brauchen können in Zukunft. Von daher muss ich das einfach mal machen. Ich weiß ja nicht, ob ihr darauf auch immer achtet, dass er hier die Arena-Vorführung zockt, um die Pakete zu bekommen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ihr darauf erpicht seid oder ob ihr sagt, nö, also ich achte eigentlich immer nur auf die Kampfstufe. Würde mich, wie gesagt, interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare, wie ihr das so handhabt. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache von euch. So, dann sammeln wir, wie gesagt, hier erstmal unser komplettes Gold ein, was wir einsammeln können. Danach würde ich mal sagen, checken wir mal ab, wen wir hier eventuell noch evolutionieren können. Haben wir hier welche? Nö, der Stego sieht nicht so aus. Hier auch nicht. Nehmen wir einfach mal weiter. Hier auch nicht. Das sieht erstmal nicht so gut aus. Nö, hier auch nicht. Aber wir bräuchten nur noch einen Trupp Eognatos, dann können wir auf jeden Fall wieder gut Action machen. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Aber evolutionieren können wir, wie es aussieht, nicht ein Dino oder keine Dinos mehr. Das ist natürlich ein bisschen doof für uns. Das hätte ich schon ja nicht gemacht. Wir evolutionieren ja gerade Bonita Saura. Nur mal so zur Info. Wie gesagt, sieht nicht so gut aus. Hier haben wir den Trupp Eognatos. Da bräuchten wir noch einen, den können wir auf 10 pimpen. Dann könnten wir die B10er evolutionieren. Den können wir anschließend auf 20 pimpen. Evolutionieren mit dem 20er und könnten dann die B30er sogar evolutionieren. Das ist natürlich auch extrem cool. Dann hätten wir einen 40er Trupp Eognatos. Da bräuchten wir, wie gesagt, noch einen davon und dann könnten wir loslegen. So, was machen wir als nächstes? Wir checken natürlich erstmal das Dino-Ei hier. Werden das erstmal ausbrüten, der Gualong, den haben wir jetzt am Start. So, dann können wir den erstmal auf 10 pimpen. Der frisst wie ein Scheunendroscher, gibt's ja nicht. So, dann haben wir noch auf 10, dann haben wir jetzt einen auf 10, 20 und auf 30. Da bräuchten wir auch nur noch einen, um hier richtig Action zu machen. Hier müssen wir noch eine Minute 46 warten, bis wir ihn evolutionieren können, beziehungsweise bis er evolutioniert wird. So, eventuell, sagen wir es so. So, dann haben wir hier, wie gesagt, nochmal drei Gegner mit am Start. Könnten natürlich jetzt wieder angreifen, drei Amphibien. Da sind natürlich die Flugsaurier extrem sinnvoll. Von daher würde ich sagen, machen wir da keinen Fehler lesen. Wir nehmen so viel Flugsaurier mit, wie wir kriegen können. Könnten jetzt natürlich auch noch, wollen wir den mitnehmen? Ich würde sagen, jo, den nehmen wir auch noch mit ins Boot und probieren es einfach mal aus. Gucken, wie wir uns schlagen. 7 Scheine müssen wir natürlich investieren, aber damit können wir leben, denke ich. Das ist eigentlich nicht allzu viel, von daher legen wir gleich mal los und werden unseren Gegner hoffentlich gleich relativ schnell auf die Bretter schicken. Der blockt mit Sicherheit die nächste Runde, wa? Ich hau nochmal 2 ruf. Gucken, ob er 2 blockt oder nur ihn. Ah, der blockt ja keinen. Das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Da haben wir den ersten nämlich schon gekillt. So muss es sein. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was der macht. Ob der angreift oder nicht. Nö, der nimmt 2 mit in die nächste Runde. Greift mit 4 an. Derbe Sache. Killt er uns natürlich gleich. Selber schuld, wir haben nie geblockt, von daher brauchen wir uns da nicht wundern. Der Tüte ist aber, der hat jetzt alles auf den Kopf geklopft, von daher können wir auch gut zuschlagen. Können 2 Rufhämmern und können natürlich noch einen mit in die nächste Runde nehmen. Dann werden wir den mit Sicherheit hier killen und haben dann nur noch einen Gegner hier am Start. Das ist natürlich extrem sinnvoll, wenn wir den jetzt gleich im ersten Schlag nochmal einen mitfeuern. Werden wir sehen, erstmal gucken, was er macht. Der wird mit Sicherheit alle blocken. Aber wir haben 5 Schläge. Ich würde sagen, die 5er hauen wir gleich mal ruf und gucken, was passiert. Sehr schön, super Sache. Den Kampf gewinnen wir natürlich relativ souverän. 2 Dinos haben überlebt bei uns und 3 wurden vom Gegner hier killt. Das auf schnellste Art und Weise. Aber ich glaube, wir hatten einen relativ, wie soll ich sagen, einen relativ großen Vorteil. So, sammeln wir erstmal unsere DNS ein, können jetzt natürlich den nächsten Kampf machen.
Alanka auf 20 und nochmal Alanka auf 20. Den könnte man eigentlich gleich nochmal probieren. Aber ich würde sagen, das machen wir am nächsten Let's Play. Da zeige ich euch, wie es weitergeht. Gucken wir einfach, was da geht. Ich bin auf alle Fälle gespannt. So, dann können wir hier die Evolution uns mal angucken. Ob wir packen oder nicht. Und. Geile Sache. Können wir evolutionieren. Das ist natürlich richtig cool. Bonita Saura haben wir jetzt am Start auf Level Nummer 21. Können die jetzt natürlich füttern. Bis auf Level Nummer 30. Das ist natürlich extrem cool für uns, weil wir die damit relativ derbe stärken. Außerdem bekommen wir relativ viel Kohle hier. 15 Stunden, 10 Scheine haben wir da auf Tasche. Nur durch Bonita Saura. Das ist auf jeden Fall extrem cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Freut mich wie die Sau. So, was machen wir als nächstes? Wir werden den nächsten Dino hier ausbrüten. Den Saurus, Alter, das sind Namen, hör auf, ey. Halleluja. Also ich find's heftig, was das für Namen gibt. 20 Minuten müssen wir uns hier dulden, bis wir den ausbrüten. Das ist natürlich okay. Damit können wir leben. Wie gesagt, schade eigentlich, dass wir keinen evolutionieren können. Das ärgert mich doch relativ derbe. Aber wie gesagt, können wir nicht ändern. Von daher würde ich sagen, sammeln wir hier einfach nochmal ein bisschen Kohle ein und sind dann auch erstmal wieder durch für heute. Wir können ja eh nichts machen, können jetzt nur abwarten, Tee trinken und natürlich hoffen, dass wir einen neuen Dino bekommen. Beziehungsweise einen, den wir schon haben, den wir dann irgendwie evolutionieren können. Müssen wir gucken. Schreibt ihr mal in die Kommentare, welchen von euren Dinos ihr am coolsten findet. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, zählen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Dinos habe ich am Start. 16 verschiedene. Hier können wir natürlich was freischalten. Da brauchen wir den Stegosaurus auf Level Nummer 40. Und wir brauchen natürlich den Triceratops auf 40. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun. Bis wir so weit sind, die können wir dann auf jeden Fall miteinander evolutionieren und den Stegoceratops irgendwie aktivieren bzw. freischalten. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wie die Sau. Können jetzt natürlich hier erstmal wieder ein paar Sachen platzieren. Das machen wir auch, weil das wäre dumm, wenn wir das nicht machen würden, halt schon ein paar Mal versäumt. Von daher würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach. So, kann hier noch was hin. Dann kann da noch eins hin. Dann haben wir hier natürlich auch noch ein Bernsteinpodest. Das feuern wir da hin. Da steht es eigentlich relativ nice. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da nimmt es eine ganze Menge mit ein. Und dann haben wir hier einen Hubschrauberlandeplatz. Alter, geile Sache. Ich würde sagen, den hauen wir damit hin, hier in der Ecke. Oder wollen wir da oben hinhauen? Können wir machen, wie wir wollen. Ich finde ihn hier eigentlich relativ cool. Jetzt haben wir einen Hubschrauberlandeplatz. 20 Stunden, 40 Minuten müssen wir uns hier dulden. Aber da kriegen wir auf jeden Fall, oh, gut, derbe Kohle. Von daher passt es. Gut, wie gesagt, erstmal sind wir wieder durch. Könnten uns höchstens noch mal ein paar Aufträge angucken. Entwickler in beliebigen, ja, um Stufe 31 zu erreichen. Okay. Was haben wir hier? Füttere 26 mal Dinosaurier. Ja, das machen wir. Die Mission haben wir abgeschlossen. Sammeln wir natürlich gleich mal unsere Belohnung ein. Und können hier nochmal verfügen in Triceratops auf Stufe 31 oder höher. Schließe Kampfschlüsse 16 ab. Okay. Und Entwickler. Gut, okay. Gucken wir uns erstmal nochmal unseren Triceratops an, würde ich sagen. Den haben wir, wie gesagt, auf 30. Wir bräuchten ihn auf Level Nummer 31 oder höher. Das heißt, wir brauchen da noch ein paar. Könnten jetzt natürlich im Dino-Markt noch einen Triceratops kaufen. Erstmal, ich würde sagen, das machen wir auch. Ah, können wir nicht. Bittere Sache. So, dann lassen wir das erstmal. Weil da, ich will nicht noch was auf den Kopf kloppen, oder? Wie sieht's aus? Ach nee, jetzt können wir ihn ausbrüten. Nee, können wir nicht. Freier Brutkasten erforderlich. Da müssen wir uns, wie gesagt, noch eine Weile gedulden. Weil wir brüten ja gerade ihn aus für 16 Minuten und 35 Sekunden. Das dauert noch eine Weile. Aber erstmal haben wir den Triceratops mit am Start. Von daher passt es. So, wir sind erstmal wieder durch. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.